Bist du auch so jemand, der alles per Hand machen will? Ja, so bin ich auch. Ich will kein Auto-Material nutzen, um die hundertprozentige Kontrolle zu haben. Nicht, weil es vielleicht sinnvoller oder nicht sinnvoller wäre, sondern einfach, weil ich es einfach gerne so mache. Und deswegen kann man ganz gut sagen, heute geht es um das Landscape-Tool, um genau zu sagen, um das Noise-Tool hier, was ich ja manchmal immer so ein bisschen vorgestellt habe, aber nie so wirklich verwendet habe. Aber hier kann man sagen, was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Aber manchmal ist es dann so, dass man per Zufall doch hier draufklickt, es nutzt und auf einmal feststellt, dass man ganz schön dumm war, wenn man es vorher nicht genutzt hat. Ich habe hier die ganzen Höhen und Tiefen immer per Hand eingezeichnet. Das ging, ihr kennt das Ganze. Alleine wer jetzt hier dabei war, wo ich hier diese Texturunebenheiten, beziehungsweise Unebenheiten nicht, aber hier diese abwechslungsreiche Textur eingezeichnet habe und so, ja, der weiß, ich mache das immer gerne per Hand, um die hundertprozentige Kontrolle zu behalten, was man eben bei PCG und Auto Materials nicht so hat. Da können wir lange drüber diskutieren, aber wenn man das so macht, meine Empfehlung, nutzt das Noise Tool. Ja, das habe ich nämlich auch festgestellt, dass das wesentlich sinnvoller ist. Ich wusste, was es macht, aber ich habe es halt einfach nie benutzt. Das Ganze fügt ein Rauschen hinzu. Das bedeutet auf gut Deutsch, ihr habt eine, naja, gerade Stelle oder halt auch so eine bergige Stelle und wir wollen jetzt hier ein leichtes Rauschen, also Unebenheiten einfügen. Dann klicken wir hier auf das Noise Tool und heute geht es um das Sculpt, aber auch um den Paint Mode Noise Tool. Und hier haben wir jetzt zuerst mal die Möglichkeit, einen Brush-Type auszuwählen. Ich denke mal, das ist relativ selbsterklärend, dass wir hier eigene Masken hinzufügen können. Fall-Off-Typ ist auch klar. Wollt ihr das eher sharp haben oder eher gesmoothed? Ich habe hier sharp genutzt, ihr könnt aber auch gesmoothed nutzen. Die Toolstärke, die ist jetzt hier auf 1.0, das bedeutet 100%. Das kann ich euch nicht empfehlen. Wenn ihr das auf 100% macht, dann sieht das so ungefähr so aus. Damit können wir natürlich nur schlecht arbeiten. Meine Empfehlung, stellt das hier mal auf 0.1. So, und wenn wir das Ganze gemacht haben, dann haben wir hier den Noise Mode. Hier können wir nämlich entscheiden, wollen wir etwas nur hinzufügen, also in die Höhe, oder sollen wir Sub, also etwas subtrahieren, also in die Tiefe gehen. Ich würde sagen, wählt einfach beides aus, Both, okay? Oder Both, so. Ansonsten haben wir hier Noise Scale, das ist auch noch sehr interessant. Umso höher dieser Wert steht, umso feiner ist das, umso niedriger dieser Wert ist, umso, ihr seht schon, dezenter ist das. Also wir haben jetzt hier gerade mit 7.2 das hier gemacht. Aber ich könnte jetzt genauso gut hier 30 oder sagen wir sogar 40 einstellen. Und, ach ja, nee, sorry, andersrum. Es ist umso gröber, umso höher das hier eingestellt ist, ja. Ihr seht schon, es ist halt sehr, sehr grob, wenn wir hier rüber malen. Aber das Coole ist, damit können wir sehr schnell Landscapes sehr gut bepinseln und bemalen. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier 3 einstelle, ist das hier sehr, sehr fein. Natürlich, wie gesagt, achtet darauf, dass ihr die Toolstärke genau so eingestellt habt, wie ihr das wollt. Auch das finde ich jetzt nicht unbedingt schön. Also ich würde euch raten, nutzt einen hohen Wert, wenn ihr erstmal das Ganze grundsätzlich bepainten wollt, ja, hier so zum Beispiel, und nutzt einen niedrigeren Wert, so um die 10 oder um die 13, um jetzt hier so per Linksklick einfach mal so ein paar Unebenheiten reinzupainten. Das sieht natürlich jetzt komisch aus, natürlich solltet ihr es noch ein bisschen dezenter machen, aber das Schöne ist, passt mal auf, wie genial das aussieht, wenn wir dann da erstmal Vegetation und vor allem auch Bäume drüber gestellt haben. Die wenigsten User werden überhaupt merken, dass dort große Unebenheiten drüber sind oder darunter sind, wenn man nicht direkt da lang geht. Aber das gibt dem Ganzen einen natürlichen Look und das Schöne ist, gerade für die Shooter-Leute unter euch, wir haben Deckungsstellen. Genau. So viel dazu. Das Ganze können wir natürlich auch mit einem Paint Layer machen. Wir gehen also wieder hier auf Landscape und sagen jetzt Paint und Noise. Hier können wir die Toolstärke auf 100% einstellen, wenn wir wirklich Farbpatches haben wollen. Also wenn wir wirklich hier so Farbpatches generell haben wollen. Habe ich gerade eben doppelt gesagt, never mind. Und hier können wir auch wieder hinzufügen, ob wir was hinzufügen oder subtrahieren wollen. Ich sage auch hier wieder, wir wollen beides haben. Glaubt mir, das sieht besser aus, denn dann vermengt er das Ganze mit dem Untergrund, in dem Fall hier diesem Grasboden. Okay, was wir jetzt machen müssen ist, wir wählen hier unten halt die Noise Scale aus. Die kann gröber sein, zum Beispiel wenn ihr grundsätzlich eine unterschiedliche Bodentextur haben wollt. Wenn ihr aber so Dirt haben wollt, würde ich empfehlen, da 10 zu verwenden, weil das Ganze nicht so grob ist. Zum Beispiel, ich habe Forest Dirt 2 und ich habe jetzt hier Gras und will jetzt einfach grundsätzlich hier einfach nur zum Beispiel ein paar Patches drüber ziehen mit unterschiedlichen Grassorten, mit unterschiedlichen Dirt-Sorten, das geht so. Dann würde ich euch empfehlen, stellt das Tool zum Beispiel auf 13 und dann haben wir hier zum Beispiel gröbere Sachen oder stellt das Ganze auf 3, dann sieht das Ganze so aus. Und so kann man natürlich enorm cool hier drüber pinseln. Und das Schöne ist, und jetzt denkt nicht bitte nur, ihr nutzt das eine oder das andere, also nur ein 30er Pinsel oder nur ein 3er Pinsel, nein, kombiniert das Ganze. Das bedeutet, ich habe natürlich jetzt hier die 3, aber genauso könnte ich jetzt auch hier die, sagen wir mal, die 14 einstellen und jetzt werden wir hier runterscrollen und sagen Gravel. Und dann haben wir hier generell einfach natürliche Gravel-Stellen. Das würde ich natürlich zuerst machen und dann würde ich wiederum Forest Dirt auswählen. Und hier würde ich jetzt sagen, dann gib mir doch einfach die 2 oder 3 und jetzt werden wir einfach mal hier drüber malen.
dann könnte ich jetzt sagen, ich würde auch noch gerne einen anderen Graslayer haben, da stelle ich jetzt 3 ein und jetzt tun wir nur ein paar Linksklicks hier drüber machen und schon sieht das Ganze nochmal komplett anders aus und wir haben hier eine wunderbare Variation. Jetzt sagt ihr natürlich, ey, das sieht doch kacke aus, wenn hier so komische Patches sind. Naja, das kommt auf euer Landscape an und auch auf das oder auf den Mix von eurem Landscape Materials, also oder Texturen. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass sowas enorm gut aussehen würde, wenn ihr unterschiedliche Sandtexturen und Materials habt und die an einem Strand einfügt. Kann ich euch nur raten, ja. Das sähe natürlich geil aus. Aber ich denke mal, die Leute, die sagen ja auch immer, ey, Sky, deine Grastextur, die wiederholt sich ja, ne? Wobei man sagen muss, dass das hier nicht hier zu beachten ist, weil das hier ist die Standardtextur, wo die ist, ist das Landscape noch nicht fertig. Wir beziehen uns erstmal auf diese wunderbare Textur. Natürlich sehen wir hier ein Pattern und natürlich ist das jetzt hier auch noch nicht fertig. Hier kommt natürlich noch Felsen und sowas hin. Am Ende wird es gut aussehen. Aber die Frage ist, seht ihr, ob sich das hier wiederholt? Nein. Sehen wir, ob sich das hier wiederholt? Nein. Sehen wir also solche Patches hier von oben sehr klar und es sieht komisch aus? Ja, es sieht sehr komisch aus. Aber in der Spielerperspektive, First Person und Third Person, fällt das überhaupt nicht auf, wenn ihr hier solche Patches habt, ja? Das bedeutet also, wir können jetzt hier hingehen und das sieht komisch aus. Wenn ich jetzt hier stehe, sieht es immer noch komisch aus, aber warum? Ganz klar deswegen, weil wir hier weder Büsche, noch Bäume, noch Felsen, noch Steine haben. Nachher wird das richtig, richtig gut aussehen. Vertraut mir, probiert es einfach mal selber aus und schreibt mir in die Kommentare, ob es bei euch geholfen hat. Wieso mache ich dieses Video? Denn das Anfängervideo deckt ja das neue Tool auch schon ab. Einfach deswegen, weil das Ganze auch was mit dem Level-Design zu tun hat und genau wie mit den AI-generierten Bildern auch einfach was damit zu tun hat, dass die Leute nicht genügend darüber nachdenken, was kein Vorwurf sein soll, sondern man kann halt nicht an alles denken, ja? Und die wenigsten gehen eben davon aus, dass man einfach viele Layer mixen muss. Das kommt eben mit der Erfahrung. Das heißt, wenn du ein Anfänger bist, gebe ich dir den Tipp, nutze verschiedene Tools zusammen und nutze sie in 3, 4, 5 Variationen. Noise-Scale 3, 11, meinetwegen 30, du darüber Landscape-Vegetation drüber setzen, dann haben wir nochmal die normale Vegetation von Büschen, von Bäumen, von Felsen, von kleineren Steinen, von Crevice-Spots, also unterschiedlichen Sachen, so wie im echten Leben auch. Wir haben nicht nur ein Material, wir haben mehrere Materials, viele, viele verschiedene. Wir haben viele Arten von Vegetation und vor allem haben wir, und das ist ganz wichtig im Level-Design, deswegen gehe ich nochmal hier hin, um das gerade mal zu veranschaulichen, wir haben, wie wir sehen können, Höhen und Tiefen, ja. Wir haben Stellen, die steiler sind, genauso wie wir Stellen haben, die nicht so steil sind. Und dann haben wir auch immer hier so Einkerbungen, ja. Das heißt, wenn ich jetzt hier so lang gehe, dann wird natürlich die Sicht eingeschränkt. Hier können wir es auch nochmal ganz gut sehen. Die Sicht wird natürlich eingeschränkt, ne, weil links und rechts zum Beispiel Bäume und Büsche sind. Aber genauso seht ihr, dass zum Beispiel dieser Fade-Weg hier leicht runtergelassen ist. So, dass hier links und rechts ein kleiner oder ein leichter Hügel ist, damit eben das nicht einfach so möglich ist, hier durchzugucken, hier zum Beispiel, ja. Natürlich hätte ich auch einfach hier, ihr seht schon, hier ist relativ flach, ich hätte das hier auch als Fläche lassen können. Aber ich wollte nicht, dass man auf die Straße schaut und außerdem sorgt das hier eben auch als natürlicher Sichtschutz dazu, dass ich nicht 10 Kilometer geradeaus schauen kann. Versteht ihr, was ich meine? So, ich hoffe, euch hat das geholfen, das wunderbare Tutorial. Und ja, es wird viele Leute geben, die sagen, ich kannte das ja eigentlich schon. Ja, Leute, das neue Tool kannte ich auch. Dennoch präsentiere ich das jetzt hier so, als wäre es was komplett Neues. Nein, ist es nicht. Aber Punkt ist einfach, man benutzt viel zu selten die ganze Bandbreite von dem, was einem zur Verfügung steht, ne? Von Smooth bis zu Flatten, Blueprint, Noise und Paint. Wobei Paint natürlich jeder benutzt, ja? Genau dasselbe hier. Nutzt das Erosion Tool, um coole Abhänge zu machen. Ja, also oder generell coole Hänge zu machen. Damit können wir auch einiges Cooles machen und anpassen. Vor allem auch sehr dezent. Seht ihr, wie oben so eine Kante gebildet wird? Das sieht eigentlich auch nice aus, wenn man es richtig anwendet. Gut, in dem Fall, wie gesagt, kommt jetzt hier eher Felsen. Aber naja, wir genießen jetzt die Aussicht auf dieses wunderbare Rheintal, was natürlich noch nicht fertig ist und hier hinten ist alles ausgeblendet. Dies, das, Ananas. Hat es euch geholfen? Wenn ja, hinterlasst gerne ein Like. Ich fand aber, es ist ein Tutorial definitiv wert. Aus dem einfachen Grund, man muss den Leuten in Erinnerung rufen, was sie denn alles zur Verfügung haben und dass sie sehr, sehr viel haben, aber es meistens einfach nicht nutzen. So wie ich, wie gesagt, was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht und das trifft fast auf jeden Menschen zu. Aber manchmal müssen wir einfach aus unserer Komfortzone rauskommen und eingestehen, dass wir auch nicht alles wissen. Genauso wie ich das jetzt hier getan habe. Beziehungsweise, dass man manchmal auch dumme Aktionen gemacht hat, indem man das hier alles per Hand gemacht hat, statt mit Tool. Aber kurzer Hinweis noch, natürlich ist es immer noch sinnvoll, einiges mit der Hand zu machen, zum Beispiel solche Wege hier. Ja, weil natürlich kann ich die viel, viel besser strukturieren und formen, wenn man so will,
Was zum Teufel? Okay, nevermind, das hinterfragen wir jetzt mal nicht. Als wenn ich jetzt das alles Auto generiere. Ganz klar. Ne? Aber es kommt immer drauf an, willst du wirklich eine Art Procedural-Welt Procedural-Welt haben? Dann ist es völlig in Ordnung. Aber wenn du wirklich eine Custom-Welt haben willst, wo alles vor, keine Ahnung, vorgezeichnet ist per Hand, oder halt so Wege zumindest, dann musst du das halt auch per Hand machen. Oder per Heightmap. Aber auch dort musst du nacharbeiten. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Schreibt mir gerne eure Meinung mal in die Kommentare. Habt ihr das bisher genutzt und seht ihr das als sinnvoll oder nicht sinnvoll? Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.